Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start. Wir spielen heute eine weitere Runde BeamNG. Ich sag euch mal kurz, was wir heute machen. Und zwar habe ich mir einige Autos rausgesucht, mit denen ich etwas austesten möchte. Ich möchte einmal ganz viel Anlauf nehmen. Und dann kommt das Schwierige an der ganzen Chose. Ganz am Ende dieses langen, langen Weges ist eine riesige Rampe. Die müssen wir drüber fliegen, über einen riesigen Canyon. Ich hoffe nicht, dass wir allzu oft abstürzen. Und hier einmal landen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass allzu sehr viele Autos wirklich die Power haben, so weit zu fliegen. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Und ansonsten fallen wir halt da runter. Wir gucken mal. Nummer 1 ist auf jeden Fall der hier, der Ford Focus RS. Wir springen mal rein und gucken mal, was läuft. Vollgas, Vollgas, Vollgas! Los, 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 los! Wir haben immerhin schon mal 150 km/h. 100. 200. Oh, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. 220. 236, 240, 250. Das dürfte die Höchstgeschwindigkeit sein, die er erreicht. Oh, der bewegt sich aber ganz schön schlecht. Der bewegt sich schlecht. Nein! Okay, den hat's zerlegt. Gut, der hat's auf jeden Fall nicht geschafft. Wir nehmen mal ein neues Auto. So, ein wunderschöner silberner Dreier BMW. Ob der das jetzt schafft? Wir werden sehen. Los, 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 los! Also vom Speed her wird er wahrscheinlich... Oh, der hat ein bisschen weniger Speed. Ah, hat jetzt die 100 knapp geknackt. Das könnte schwierig werden. Aber vielleicht fliegt er einfach besser. Kann ja sein. Der hat vielleicht nicht genug Geschwindigkeit. Alter, 150. Und jetzt kämpft er schon noch höher zu kommen. Das könnte eine knappe Kiste werden. Anlauf hat er noch. 170 könnte er schaffen. 170, jawohl. Und... Oh, der Sekt. Oh mein Gott, der hat wahrscheinlich viel, viel zu viel Gewicht. Guckt euch das an. Bam! Okay, der ist komplett auseinandergeworfen. So, versuchen wir nochmal einen BMW. Den 5er. Der muss aber noch ein bisschen laden. Manchmal sind die Ladezeiten echt schlecht. Der hat auf jeden Fall mehr Speed. Deutlich mehr Speed. Uff. Da kommt die Map ja gar nicht hinterher zum Laden. Das sieht doch vielversprechend aus. Aber der könnte natürlich wieder zu viel Gewicht haben. Das Gewicht spielt hier ja auch eine große Rolle, die Aerodynamik. Wenn das Gewicht nämlich nicht hoch genug ist. 250 km/h hatten wir heute auch schon mal. Weil wenn das Gewicht zu hoch ist, dann fliegen wir jetzt einfach in die... Ja, das sieht so aus. Ja, der ist in die Wand geflogen. Das war wohl nichts. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Dann nehmen wir jetzt mal einen ganz anderen Ansatz. Jetzt holen wir uns mal den Monster Truck. Und gönnen uns jetzt einfach mal eine schöne Monster Truck Fahrt. Ich hoffe, ich halte den überhaupt so gerade. Weil der gibt nämlich immer schon so viel Gas, dass man den kaum lenken kann. So, wir müssen den nur gerade halten. Und dann können wir schauen, ob wir es tatsächlich schaffen, den irgendwie zumindest auf der Strecke zu halten. Mit 200 km/h auf jeden Fall. Natürlich die Frage, ob der diese 200 km/h auch halten kann und ob die Reifen den Druck aushalten, die Rampe überhaupt hochzufahren. Weil das ist manchmal nämlich auch wirklich ein großes Problem. Aber wir haben ja noch ein paar in der Hinterhand. Oh mein Gott. Tschüss. Boom. Nehmen wir den schönen schwarzen Ford Mustang GT. Gönnen wir uns den. Und geben mal ordentlich Gas. Müssen ja zum Glück nur geradeaus fahren. Das heißt, wir haben keine großen Probleme hier vielleicht auch zu halten. Und das könnte uns bei den nächsten Autos natürlich auch ganz genau entgegenkommen. Weil wir haben ja noch den berühmten DeLorean. Wuhu. Den könnten wir natürlich auch nachher noch gönnen. 270 km/h ist auf jeden Fall neueste Höchstleistung. Aber auch der kippt sehr weit nach vorne. Nee. Die Kamera, die ihr da übrigens immer seht, habe ich so platziert, dass man das einkommende Auto sehen könnte.
Aber wenn die Autos da tatsächlich nicht ankommen, dann sieht man immer nur den Crash am Ende. Und dann sieht das Auto halt so aus. Das ist dann nicht so schön. Der hat 270 km/h gehabt, aber hat halt instant nach unten gedreht. Ich würde gerne mit dem nochmal versuchen, um einen anderen Winkel vielleicht einzunehmen. Vielleicht schaffen wir den dann doch irgendwie noch nach oben zu ziehen, um dann halt dementsprechend eine andere Flugkurve zu haben. Deswegen probieren wir einfach den Mustang nochmal aus und versuchen so ein bisschen weiter links zu treffen. Wartet. So. Ja, nee, der kippt trotzdem weg. Der ist vorne wahrscheinlich einfach viel zu schwer. Und bam, knallt dann halt komplett in die Wand rein. Und dann ist vorbei. Putz. Ein bisschen Crashes muss man sich ja auch angucken, ne? Ein bisschen zumindest. So, okay. Nächstes Auto. Ein schönes Porsche Cabriolet. Sollte auf jeden Fall genug Power haben. Müsste auch ein bisschen leichter sein. Das heißt, damit könnte man möglicherweise eine gute Geschwindigkeit erreichen und gleichzeitig natürlich auch dafür sorgen, dass es nicht unbedingt so hart durch die Gegend wackelt. Jetzt sind wir nur bei 240 km/h, 250. Ist auf jeden Fall einer der schnelleren Kandidaten. Heben ab. Bleibt relativ gerade, aber dreht sich auch. Der landet auch in der Wand. Oh mein Gott! Die knallen halt hart in die Wand. Nee. Mm-mm. Nö. Nö. Das war nix. Satz mit X, das war wohl nix. Ich habe noch 2 Stück im Petto. 3. Passt auf. Ein schönes Formel 1 Auto. Sollte genug Power haben, ist aerodynamisch, sollte nicht allzu viel wiegen. Da setze ich jetzt sehr, sehr große Hoffnungen rein. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ihr könnt ja sagen, was ihr denkt, wie weit es das schafft. Alter, das hat halt nur 180 km/h bis jetzt. Schnelle Beschleunigung, aber nicht Höchstgeschwindigkeit. Interessant. 210, 212, 213, 214, 15, 16, 17, 18, 19. Fliegt, dreht sich direkt, weil das hinten natürlich schwerer ist und fällt komplett runter. What? Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Guckt euch das an, das fleckt. Einfach in die Schlucht. Komplett in die Schlucht. Komplett. Okay. 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 Müssen wir nochmal zurück. Müssen wir nochmal zurück. So, die beiden schnellsten Schätzchen natürlich zum Schluss. Erst mit der Lamborghini. Ich hoffe, dass der es schafft. Ich hoffe es wirklich. Wir geben mal Vollgas und gönnen uns einfach mal den Sound und den Max-Speed. Guckt euch das an. Der boostet halt so hart hoch. 240 km/h jetzt schon. 250, 260, 270, 300 fast. 300 km/h. 320, 330, 340, 360 km/h. Der hat auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Der hat auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Ja, 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 wir haben es geschafft. Nice. Er hat es nicht heile geschafft, aber wir sind noch da. Easy peasy. Junge, der hat aber auch Geschwindigkeit. The hell. Der hat es gut geschafft. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. Und als letztes natürlich noch das Auto, auf das ich so oder so gesetzt hätte, wenn jetzt der Lamborghini es nicht geschafft hätte. Der DeLorean. Der DeLorean hat natürlich die Möglichkeit, eben diesen Hardcore-Boost zu haben. Der ist jetzt erstmal gar nicht so schnell, aber lasst euch davon nicht täuschen. Der soll uns ja in die Zukunft zurückschießen. Und dementsprechend hat er so ungefähr bei 140 km/h einen übelsten Mega-Boost. Und da könnt ihr ja sehen, wie viel. Der ist jetzt schon bei 500 km/h. Und dann hebt er auch von alleine schon ab. Und dann kommt's hier. Guckt euch das an, wie weit der fliegt. Also, wenn der es nicht schafft, irgendwo zu landen. Also, der ist so weit geflogen, dass der schon gar nicht mehr im Bild ist. Der ist einfach aus dem Bild geflogen. Ich will es nochmal sehen. Okay. Also, der, ich weiß gar nicht, was war jetzt das Höchste, was wir gehabt haben? 600 km/h beim DeLorean wahrscheinlich so ungefähr, ne? Wir gucken es nochmal genau an. Ist halt absolut mein Lieblingsauto. Mein Lieblingsmod auch in dem ganzen Game. Ich verstehe nicht, wie gut dieses Spiel einfach funktioniert, dass man solche Sachen auch da rein produzieren kann. Ja, 500 km/h, da hebt er ab.
Und jetzt fliegt er. Ich gebe mal nicht mehr Gas, aber das Auto gibt da halt von alleine Gas. Und dann fliegt der halt einfach in den Orbit. Zack. Und da sind wir tatsächlich auf der anderen Seite gelandet. Der klare Gewinner ist der Lamborghini. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann seht ihr auch die nächsten verrückten BeamNG und anderen Videos. Bis dann und ja, ciao.